Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres politischen Jahresauftaktes 2021. Heute präsentieren Katja Kipping und Bernd Rixinger wirtschaftspolitische Leitlinien anlässlich dieses Jahresauftaktes. Anschließend besteht wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wie seit Beginn der Pandemie auch per SMS. Danke. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Heute mal nicht am Montagmorgen zur Pressekonferenz, sondern direkt nach dem Jahresauftakt der Linken, wo wir beide zusammen mit dem Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler und dem Bundesschatzmeister Harald Wolff zusammen wirtschaftspolitische Leitlinien vorgelegt haben. Gerade redet aktuell alle Welt über Bewegungsradius, Schulschließung. Ist das überhaupt eine richtige Zeit, um über grundsätzliches Umsteuern in der Wirtschaftspolitik zu sprechen? Wir waren der Überzeugung, es ist nicht nur die richtige Zeit, um über wirtschaftspolitisches Umsteuern zu reden, sondern sich auch dazu zu verabreden, ganz konkret. Denn das Jahr Corona hat nicht nur viele Gewissheiten auf den Stand gestellt, sondern es hat eben auch eins deutlich gemacht, dass die Politik der Nullerjahre, wonach der Markt alles regelt, definitiv vorbei ist und dass wir mit allem, was nach Geiz, Gier und noch mehr Markt riecht, einfach nicht aus der Krise herauskommen. Wenn wir die drängenden Krisen dieser Zeit entschärfen wollen, müssen wir eben auch wirtschaftspolitisch umsteuern. 2021, das ist auch das Jahr der Bundestagswahl nach Angela Merkel. Ihre Amtszeit war gesellschaftlich auch eine Zeit des sowohl als auch, die das dringend notwendige Umsteuern blockiert hat. Damit muss jetzt Schluss sein, weil um die dringenden Krisen zu entschärfen, müssen wir halt auch einen Kurswechsel einleiten. Ein solcher Kurswechsel erfordert sowohl den Mut zum Konflikt, gesellschaftliche Mobilisierung, aber eben auch andere Mehrheiten in der Gesellschaft und in den Parlamenten. Insofern geht es auch darum, ein machtpolitisches Fenster links der Union zu öffnen, damit wir eben den notwendigen Kurswechsel einleiten können. Denn wer das demokratische Gemeinwesen jetzt aus der Krise führen will, braucht den Mut zu Neuem. Und wir sagen ganz klar als Linke, wir stellen wirtschaftspolitische Leitlinien vor. Da geht es um zwei Krisen. Sowohl um die akute Corona-Krise wie die Klimakrise, wie eben aber auch die soziale Krise machen eins deutlich, wir müssen umsteuern. Und es geht eben nicht nur darum, an die Solidarität der Bevölkerung zu appellieren, sondern es geht darum, die Gesellschaft sozial und krisenfest zu organisieren. Und das heißt eben auch, dass von Regierungsseite was anderes in die Wege geleitet werden muss. Da haben wir zum einen ein Sofortprogramm vorgeschlagen, damit man krisenfest aus der Krise herauskommt. Aber es geht auch um eine sehr grundsätzliche Frage, weil das Verhältnis zwischen Profiten der Konzerne und der Situation der Beschäftigten ganz grundsätzlich verändert werden muss. Eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik heißt auch, den Mut, steuernd in die Wirtschaft einzugreifen. Es geht eben darum, viel mehr Impulse und Unterstützung zu geben für klimafreundliche Produktion. Und um das nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wo das Versagen der jetzigen Regierungswirtschaftspolitik liegt. Es gab 9 Milliarden bedingungslos für die Lufthansa, deren Dienstleistungen gerade nicht gefragt sind und die außerdem eine schwierige Ökobilanz haben. Aber es gab keinerlei Einsatz der Regierung für Luftfilter. Dabei hätten Luftfilter es ermöglicht, mehr soziales Leben stattfinden zu lassen beim hohen Infektionsschutz. Und das zeigt halt, die jetzige Wirtschaftspolitik kann so nicht weitergehen. Zum Umsteuern gehört natürlich auch, dass wir das Gesundheitswesen sozusagen anders ausrichten. Nicht der Profit darf im Mittelpunkt stehen, sondern es muss natürlich im Mittelpunkt stehen, das Wohl der Beschäftigten und der Patienten. Und es geht natürlich darum, dass die Kosten der Krise von den starken Schultern getragen werden. Und dazu wird Bernd Rixinger mehr sagen. Ja, völlig klar. Wir werden eine Debatte bekommen, schon vor den Bundestagswahlen. Wer zahlt denn eigentlich die ganzen Kosten, Hilfsprogramme, Unterstützungsmaßnahmen, die der Staat hier auf den Weg gebracht hat? Es gab ja schon Vorschläge aus CDU-Kreisen, die Rentner und Rentnerinnen zu belasten. Wir wollen auf alle Fälle vermeiden, dass wie immer dieses Mal nicht
Rentner und Rentnerinnen, Erwerbslose und Beschäftigte die Kosten für die Krise bezahlen müssen. Die Milliardäre konnten ihr Vermögen von 420 Milliarden Euro auf über 500 Milliarden Euro steigern, während die Masse der Beschäftigten Einkommensverluste hinnehmen muss oder mit 60% Kurzarbeitergeld über die Runden kommt. Deswegen sagen wir, wir wollen eine gestaffelte Vermögensabgabe. Bei Nettovermögen über 2 Millionen Euro, Betriebsvermögen sollen Freibetrag von 5 Millionen Euro bekommen, wollen wir eine progressive Vermögensabgabe von 10-30% gestaffelt, die dann über 20 Jahre zurückgezahlt werden kann. Also die tatsächliche Belastung ist eher gering, aber der Staat würde Mehreinnahmen von über 300 Milliarden Euro generieren können. Wir wollen diese Vermögensabgabe als Einstieg in eine grundsätzliche Vermögenssteuer haben, also Menschen, die über sehr hohes Vermögen verfügen, die Millionäre und Milliardäre in dieser Gesellschaft, sollen beim Freibetrag von 1 Million Euro 5% Vermögensabgabe leisten. Das würde dem Staat jährlich rund 100 Milliarden mehr in die Kassen spülen. Davon könnten viele Krankenpflegerinnen eingestellt werden und viele Altenpflegerinnen besser bezahlt werden. Wir wollen auch unbedingt die Abschaffung der Schuldengrenze. Es ist eigentlich ökonomischer Irrsinn, in Zeiten von Negativzinsen, wo der Staat bei der Kreditaufnahme noch verdient, keine Kredite für wichtige Infrastrukturmaßnahmen, für den Bau von Schulen, für den Ausbau der Bildung, Erziehung und Gesundheit aufzunehmen, sondern an diesem Unsinn der Schuldenbremse festzuhalten. Deswegen langfristige Investitionen können in diesen Zeiten auch über Kreditaufnahme finanziert werden. Und es versteht sich, dass wir den Abbau von Rüstungsausgaben wollen. Auch dafür haben wir kein Verständnis, dass wirklich massiv aufgerüstet wird, 30 Milliarden mehr für Rüstung ausgegeben werden sollen, während gleichzeitig das Gesundheitssystem überall in der ganzen Welt dann niederliegt. Hier müssen die Prioritäten ganz anders gesetzt werden. Was wir der Regierung vorwerfen, ist, dass sie nicht nur eine unzureichende Politik macht mit Arbeitsplatzgarantien und dem sozialen Schutzschirm, sondern auch, dass der dringend notwendige Umstieg der Wirtschaft zum emissionsfreien Wirtschaften nicht vollzogen wird. Deswegen sagen wir, Wirtschaftspolitik heißt heute auch, einen sozialökologischen Umbau zu betreiben. Dazu gehört in erster Linie eine Verkehrswende, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Stärkung der Bahn. Ohne das wird wirkungsvoller Klimaschutz nicht zu machen sein. Und wir fordern auch höhere Investitionen über einen Transformationsfonds für die Industrie, insbesondere für die Zulieferer. Viele kleine und mittlere Betriebe können den notwendigen Umbau nicht finanzieren, weil sie zu kapitalschwach sind. Hier muss staatliche Unterstützung angesagt werden. Aber mit Bedingungen, Arbeitsplätze zu sichern, Tarifverträge einzuhalten und Standorte zu sichern. Hier würden nach unserer Einschätzung 200.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und wir wollen ein Weiterbildungsgeld mit Einkommensgarantie. Auch das ist dringend notwendig, weil viele Betriebe die notwendige Qualifizierung ihrer Belegschaften nicht vornehmen oder erst zu spät vornehmen. Deswegen muss hier mehr getan werden, um die Beschäftigten für die Zukunft vorzubereiten. Und Universitäten und Fachhochschulen müssen auch für Beschäftigte geöffnet werden. Und ganz klar, wir brauchen ein massives Investitionsprogramm ins Öffentliche. Wir brauchen einen stabilen Gesundheits- und Pflegesektor. Auch die Defizite in der Bildung und überall sind jetzt deutlich geworden. Für uns ist eben das Öffentliche ein fundamentaler Bestandteil der Ökonomie, der gestärkt werden muss. Auch dort würden wir zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen können. Wir schätzen bis zu 2 Millionen neuer Arbeitsplätze. Deswegen kämpfen wir
für einen wirklichen Wechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und 2021 ist ganz sicher das Jahr der Richtungsentscheidungen. Die Linke wird ihren Beitrag leisten, um einen wirklich sozial-ökologischen Umbau voranzutreiben, mit klarer Sicherheit von guten Löhnen, von Arbeitsplätzen und von Klimaschutz. Wir sind die Partei, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbringen können. Jetzt wollen wir noch zu aktuellen Debatten kurz Stellung beziehen. Ich beginne zu der Debatte um das Thema Recht auf Homeoffice und zu der Frage Alternativen zu Hartz IV. Aktuell heißt das Gebot der Stunde, wo es nur irgendwie geht, Kontakte zu reduzieren. Und diese Last der Kontaktbegrenzung kann nicht allein auf den Privathaushalten abgeladen werden. Deswegen muss auch in der Arbeitswelt, wo es nur irgendwie geht, sozusagen Kontaktreduktion ermöglicht werden. Deshalb sagen wir, es muss dort, wo Arbeit zur Not auch mal vorübergehend zu Hause absolviert werden kann, es ein Recht auf Homeoffice geben. Ich sage ausdrücklich, das geht jetzt um eine Lösung für den Infektionsschutz, nicht darum, dass generell alle Arbeit nach zu Hause abgelagert wird. Ich sage auch ganz klar, Homeoffice heißt nicht, dass man gleichzeitig parallel eine vollwertige Betreuung des Homeschooling als Eltern gewährleisten muss. Aber wir sagen, im Sinne des Infektionsschutzes muss es dort, wo Arbeit zu Hause gewährleistet werden kann, auch ein verbindliches Recht auf Homeoffice geben. Hier reicht es nicht, was bisher die Regierung geliefert hat, schlichtweg unverbindliche Bitten an die Arbeitgeber abzusenden. Und dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona der Regierung bisher eine Schlagseite haben, wurde so deutlich bei der Pressekonferenz, als Angela Merkel nach dem Recht auf Homeoffice gefragt wurde. Sie, die sonst so entschieden Kontaktbeschränkung durchsetzt, wird auf einmal total unverbindlich. Und deswegen habe ich auch ganz klar an die Adresse von Angela Merkel heute Folgendes gesagt. Sie hat den Corona-Leugnern voll Werf entgegengehalten, dass sich die Gesetze der Naturwissenschaften nicht nach Ideologien richten. Das stimmt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Verbreitungswege eines Virus nicht dort enden, wo sie auf Lobbyinteressen von starken Branchen treffen, dass Naturwissenschaft auch nicht dort sozusagen außer Kraft gesetzt werden kann, wo sie auf betriebswirtschaftliche Interessen treffen. Und deswegen sagen wir als Linke ganz klar, es muss ein verbindliches Recht geben, das muss durchgesetzt werden, zur Not auch mit Bußgeldern. Zum zweiten Thema, die verschiedenen Vorschläge jetzt zur Überwindung von Hartz IV. Zu den großen Erfolgen der Linken gehört, dass wir mit unserem beharrlichen Kampf zur Überwindung von Hartz IV mit dazu beigetragen haben, dass die Parteien, die einst Hartz IV verabschiedet haben, jetzt entweder ganz oder zumindest teilweise davon abrücken. Für diesen Erfolg der Linken steht zum einen, dass die Grünen sich jetzt für eine Garantiesicherung aussprechen und dass auch Hubertus Heil die Tage verschiedene Mini-Korrekturen an Hartz IV verkündet. Nun will ich sagen, das, was Hubertus Heil als Sozialminister jetzt vorschlägt, sind kleine Korrekturen, die über eins nicht hinwegtäuschen können. Er als Sozialminister hat wiederum alle Tricks seiner Vorgängerin genutzt, um die Hartz-IV-Sätze klein zu rechnen und er ist mit dafür verantwortlich, dass weiterhin Millionen in diesem Land in Armut gehalten werden. Mit den jetzigen Korrekturen, die er vorschlägt, geht es eher darum, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch umzusetzen. Das ist richtig. Aber selbst bei diesen Mini-Korrekturen geht die Union auf die Barrikade. Und deswegen sage ich, noch erhellender als die Vorhaben von Hubertus Heil ist die Reaktion der Union darauf. Selbst kleinste Korrekturen bei den Ärmsten stößt auf den erbitterten Widerstand der Union. Daraus können wir eine Schlussfolgerung ziehen. Jede Regierung mit der Union wird den notwendigen sozialen Fortschritt blockieren. Ein weiterer Grund, warum wir Mehrheiten links der Union brauchen. Ja, ich darf unter Aktuelles nochmal den Blick in die Vereinigten Staaten von Amerika richten. Wir wollen dort alle Kräfte unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass Donald Trump des Amtes enthoben wird. Es darf nicht sein und kann nicht sein, dass ein solches Verhalten straflos bleibt und folgenlos bleibt. Das hat im Übrigen auch große Bedeutung für Europa und Deutschland. Hier geht es um eine Ermutigung der rechten und rechtsradikalen rassistischen Kräfte, wenn praktisch Trump mit diesem Vorgehen einfach davonkommt. Weil wir müssen wissen, hinter all dem steckt großes Kalkül. Trump hat diese Sache schon vor Weihnachten angekündigt.
Und er hat auch schon angekündigt, was er machen wird, wenn die Wahlen für ihn verloren gehen. Also das Verhalten ist nicht überraschend, weil es geht um eine langfristige Umorientierung der Republikanischen Partei. Er will sie auf einen rechtsradikalen Kurs bringen. Er will praktisch jederzeit auch gewaltbereite Massen dafür mobilisieren können. Er will einen permanenten Angriff auf die demokratischen Institutionen fahren. Im Kern will er ein autoritäres System installieren, einen autoritären Kapitalismus. Und längst gibt es diese rechten Kräfte auch bei uns. Auch bei uns gab es übrigens einen Sturm auf den Bundestag. Und es gibt sie in ganz Europa. Und sie bekommen Auftrieb, wenn praktisch die sogenannte westliche Führungsmacht praktisch leger mit einem solchen Verhalten umgehen würde. Und deswegen müssen wir hier in Deutschland und in Europa diese Radikalisierung der Rechten ernst nehmen. Das wird kein vorübergehender Zustand sein. Er muss praktisch grundsätzlich bekämpft werden. Wir dürfen keinen Raum lassen für rechte und gewaltbereite Kräfte in dieser Gesellschaft. Und natürlich gibt es einen großen Zusammenhang zwischen dem, was wir jetzt wirtschaftspolitisch vorgetragen haben, und dem Aufstieg der Rechten. Umso mehr soziale Gerechtigkeit, umso mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit, umso mehr Klimagerechtigkeit im Land hergestellt wird, umso weniger werden die rechten Kräfte gestärkt. Und deswegen müssen wir beides miteinander verbinden, klare Kante zeigen gegen rechte und rechtsradikale, rassistische Kräfte und gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit einstehen. Es ist völlig klar, das Virus macht nicht Halt vor den Betrieben und macht auch nicht Halt vor den Straßenbahnen und Bussen, die die Menschen zu den Betrieben transportieren. Deshalb haben wir die Regierung die ganze Zeit dafür kritisiert, dass der Blick einseitig auf Freizeit und Familie gerichtet wird und insbesondere die Arbeitsschutzbedingungen und die Hygienevorschriften in den Betrieben kaum in den Blick geraten sind. Wir wissen aber, dass Arbeitsstellen wie Amazon oder Fleischindustrie oder andere hoch ansteckungsgefährdende Hotspots sind. Deswegen bleiben wir dort bei unserer Linie. Wir wollen, dass mehr Wert auf verbindliche Arbeitsschutzbestimmungen gelegt werden, dass die Regulierung der Hygienevorschriften und insbesondere deren Einhaltung in den Betrieben, dass das eine große Bedeutung haben muss. Und wir haben auch die ganze Zeit vorgeschlagen, dass die Taktzeiten von Bussen und Bahnen verkürzt werden müssen, damit sich die Menschen dort nicht drängen. Und natürlich kann man sich vieles vorstellen, dass zum Beispiel bei Schichtregelungen es keine überlappende Situationen gibt, dass dort praktisch eine Entzerrung stattfindet und dadurch auch Kontakte eingeschränkt werden. Das heißt, wir fordern hier keinen Lockdown, aber wir fordern verschärfte Bedingungen, damit sich die Menschen während der Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit nicht anstecken.